Hallo und willkommen zurück zu Shoneniers Let's Plays und Final Fantasy XII The Zodiac Age. Wir sind in der letzten Folge hier in die Cerobi-Steppe hinauf und hatten, also das erste Gebiet ging noch und ab hier wurde es dann relativ schwer, weil dann fette Wehrdrachen dort waren mit 60.000 Leben und geflügelte Gegner mit 20.000, 25.000 Leben. Aber ich habe mal geguckt. Damit komme ich ins Cheetah-Hochland und hier waren wir ja schon. Damit sind wir ja in den Söhnenpalast und von dort nach Arcades. Und wir müssen zum Gilmore-Dschungel. Golmore-Dschungel. Und ich habe gesehen, wir haben hier die Weltkarte und wir sind ganz oben rechts. Und wir müssen nach ganz unten links. Deswegen würde ich sagen, ist es doch eigentlich am schlausten. Von den Hennaminen habe ich jetzt keinen Weg gesehen, der nach unten geht. Daher würde ich doch sagen, gehen wir zum Dorf Eld. Von dort aus runter in den Gilmore-Dschungel und dann müssen wir einfach nur hier in den verwunschenen Wald, glaube ich. Warum kenne ich denn das nicht? War ja Regenzeit vielleicht, okay. Da war ich ja auch noch nicht drin. Da ist die Garif-Heimat. Und da geht's in die Hennamin. Nee, Dorf Eld wäre das Beste und dann in den verwunschenen Wald. So, dann teleportieren wir uns doch mal. Das würde nämlich auch erklären, warum die Gegner so stark waren. So, nochmal kurz gucken. Stand da gerade auch... Ich habe sogar einen in dem Golmer-Dschungel. Da habe ich zu schnell geklickt. Hätten wir doch gleich dahin fliegen können. Aber egal, die Teleportsteine sind jetzt nicht so teuer. So, wo sind wir denn jetzt? Naja, rechts. Hätten wir vom Dorf Eld einfach runterlaufen können. So, egal. Ich speichere trotzdem mal. Und wir wollen dort lang. Okay. So, hier kennen wir ja alles schon. Und die Gegner sind ja auch super schwach. Deswegen werde ich jetzt einfach mal auf vierfach Boost gehen. Und zwar durch diese südliche Barrikade. Oder besser gesagt, magische Barriere. So, und dann einfach nach Süden. Okay. Da sind die Dingsquals. Die geben mit Glück ihr Fell, was sehr viel wert ist. So, hier hatten wir ja schon einige kleinere Bosskämpfe. Also, was heißt Bosskämpfe? Monsterjagden nenne ich es mal. Der ist nur groß. Und ab in den verwunschenen Wald. Hier sind wir ja beim letzten Mal auch schon mal rein, aber da waren die Gegner noch viel zu stark. Lol. Die Fallen sind es auf jeden Fall immer noch. Oh, und Baltier hat immer noch den... die Reflektrüstung an. Die muss ich ihm unbedingt mal ersetzen. Trotzdem wieder rein. So, Paramina-Schluchten, da waren wir schon. Stillschreien, ach ja, das war das. Und wir müssen nach links eigentlich. Also für uns gesehen recht.
okay, vom Schaden geht's. Es waren gerade nur so viele Gegner und er war in seinem Klau-Modus. Die Musik ist ein bisschen episch. Hier sind aber auch übelst viele Fallen. Ist das das doofe Ding? Heiligen Elementar. Ich schau lieber mal. Technik, Analyse. Ne, hat nur 14.000. Es gibt ja in vielen Gebieten diese Bubbles, die umherlaufen. Umherschwirren, die sind neutral. Und die haben alle so um die 50.000 Leben. Bisher ist jeder Versuch, sie zu töten, gescheitert. Weil die halt ganz viele Zustandsveränderungen auch zaubern. Wie alle stumm, alle blind. Oder Tobsucht auf alle. Und das macht dann echt keinen Spaß mehr. So, eine Energieschärpe könnte doch ein... Da geht's weiter, aber nach... Nicht in die Richtung, wo ich eigentlich will. Deswegen gucke ich mal noch darüber. Tartarus. Tartarus. So. Kennen wir noch nicht, der neue Wolfsgegner-Typ hier. Okay, runter geht's auch. Dann will ich wenigstens das Gebiet rechts mal betreten haben. Dass es auf der Karte erscheint. Alter, ich komme rein und schon bin ich im Dings, oder was? So, hier gibt's keine Karte. Aber vielleicht sollen wir da auch einfach noch nicht hin. Hier gibt's auch keine Karte. Zumindest keine Minimap. Wir machen gut Schaden, so wie es scheint. Oh doch, die Minimap bewegt sich sogar, aber man erkennt halt nicht wirklich was drauf. Aber dadurch, dass ich jederzeit Select drücken kann, finde ich es eigentlich unsinnig. So, ich orientiere mich jetzt trotzdem mal. Anhand der Karte. Der einzige Nachteil, den man hat, ist, man sieht halt nicht, ob Gegner in der Nähe sind. Oh, ein neuer Gegnertyp, dieser Striditus. Ah, die haben Reflekt, glaube ich, auf sich. Oh nein, ich bin konfus. Und ich habe zwar einen Charakter, der was gegen Konfus drinne hat, aber das ist Wahn. Ah ne, Penelo hatte ja auch einen Zauber, okay. So, hier geht's nach oben links. Und theoretisch müssen wir ja in die Richtung.
Aber Fragezeichen, Fragezeichen. Ah, das gehört noch zu den Hennamien. Ich habe mich schon gewundert, warum das auf der Karte verbunden war. Aber trotzdem müssen wir hier eigentlich nicht lang. Was sind denn das für Fledermäuse, bitte? 20.000. Heftig. Und ich dachte, das sind Billigfledermäuse. Die sind ja meistens sogar One-Hit. Okay, da darf ich nicht lang. Ein Riesenmonument. Zwei. Ah ne, das andere ist nicht so groß. So hoch konnte man da aber nicht nehmen. So, links ist noch eine Sackgasse. Aber da ist gar nichts. Na denn, gibt's nur den Weg hier lang. Speicherpunkt, sehr gut. Und zwei Pfade. Ach nee, nur einer sogar. Ich hätte gedacht, oh, da ist auch was, aber da darf ich noch nicht lang. Hätte vielleicht vorher speichern sollen. Sie sieht ihren Typen. Barriere durchbrochen oder was? Folge mir. Nur der rechtmäßige Erbe darf passieren. Okay, also scheinbar geht's da weiter. Gucken wir noch durch das Gebiet, würde ich sagen. Denn die Folge ist eh bald zu Ende. Da würde ich jetzt ungern das nächste Gebiet schon mit starten wollen. Vor allem der hieß Golem. Das war doch auch ein Wolfstyp. Wie kann man sowas Golem nennen? Zwei Kisten. Vielleicht ist eine davon auch mit einem Pflicht-Item. Nein. Nein. Ah ne, Kerberos. Aber was war da ein Golem? Da waren doch gerade nur diese beiden. Kerberos ist okay. Das hier. Ohne Franziska bekommen. Ja, das sind die Golems. Das macht schon eher Sinn. Da ist was. Wahrscheinlich nur die Landkarte, die ich jetzt eh komplett erkundet habe.
Hat sich nichts verändert. Nehme ich noch die Sackgasse mit und dann gehen wir Richtung Speicherpunkt. Ui, das waren 3400 Schaden. Nur wegen der Sprengfalle. Dass die aber auch immer aggressiv werden, wenn man in der Nähe kämpft. Ui, aber der Zauber hält schon ganz schön viel. 5800 gerade. So, wo muss ich lang? Luxuspelz. Die Qualfälle waren schon 500 pro Stück wert. Die Pelze waren schon 600 bis 700 wert. Dann bin ich mal gespannt, wie viel ein Luxuspelz bringt. So, wir sind bei über 17 Minuten. Wir machen eine kleine Pause und sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Tschüss!